Moin zusammen, willkommen beim neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll und heute Premiere. Ich zeige euch mal ein Nutzfahrzeug. Das, was ihr hier seht, ist der VW ID. Buzz in der Cargo-Variante. Ganz gut zu erkennen daran, dass es hier zum Beispiel keine Fenster gibt. Ja, und auch ansonsten gibt es gewisse Parallelen natürlich zum ID. Buzz, zum People. Wir haben in beiden Varianten eine Länge von 4,71 Meter. Wir haben einen Radstand von fast 3 Meter mit 2,98 Meter, das dem Innenraum zugutekommt. Aber sonst unterscheidet er sich schon im Detail. In der Front natürlich erstmal gar nicht. Das gucken wir uns auch gar nicht großartig an. Denn die Details, die finden wir auf dieser Seite. Ein ganz großer Unterschied, und das hat dieser ID. Buzz Cargo zum Beispiel auch drin, ne? Das ist im Innenraum zu finden. Die Materialien ohnehin sind natürlich eher der Nutzbarkeit geschuldet. Das heißt, das sind einfache Materialien, sehr hart auch, wenn ihr da die Klopfprobe macht. Da ist nicht wirklich was hinterschäumt. Und auch unten im Groundfloor-Bereich, das ist Material, das könnt ihr tatsächlich abwaschen. Da könnt ihr einen Gartenschlauch reinhalten. In dieser Variante nochmal ein großer Unterschied. Optional gibt es das Fahrzeug vorne mit einer durchgehenden Sitzbank. Dafür entfällt dann die Mittelkonsole. Ihr könnt aber mit drei Personen vorne sitzen. Den großen Unterschied, den findet ihr natürlich hinten im Frachtraum, im sogenannten Cargo Compartment. Einmal ist natürlich der Fahrgastraum getrennt vom Frachtraum mit einer Glasscheibe, aber den Frachtraum selber, den findet ihr natürlich im People nicht. Nicht wirklich verkleidet, ihr habt die Airline-Schienen hier. Das ist eigentlich ein Standard in der ganzen Branche. Da könnt ihr verschiedene Sachen dann befestigen, verschieben. Und der Floor hier unten natürlich auch wieder abwaschbar, rustikal. Hier unten ist noch ein kleines Gimmick. Denn wohin mit den Ladekabeln? Tada! Die habt ihr hier unten drin. Denn wenn hier oben was drauf ist und da können bis zu zwei Paletten draufstehen, dann ist es schwierig, mal eben an Ladekabel zu kommen. Wo der ID. Buzz und auch der People sich nicht unterscheiden, das ist der Ladeport. 11 kW AC-Ladung und bis zu 170 kW, das heißt 30 Minuten von 5% bis auf 80% Ladeleistung bietet der ID. Buzz in jeder Version. Und jetzt gucken wir mal an, wie man ihn von hinten belädt, wa? So, von der Ladeklappe zum Laderaum. 2-Euro-Paletten, die habe ich schon erwähnt, die passen hinten rein. Und wer sich jetzt sagt, okay, es ist ja schön, dass 2-Euro-Paletten da reinpassen, wie soll ich die denn hier mit dem Gabelstapler beladen? Dem sei gesagt, es sind natürlich auch in Zukunft Schmetterlingstüren geplant, die ihr so öffnet und dann lässt sich hier auch wirklich bis 650 Kilo einladen. Aber ansonsten bietet er einen riesigen Laderaum, das seht ihr hier einfach. Und für jeden Handwerker ist es in irgendeiner Form sicherlich auch gut zu nutzen. Er ist nicht großartig verkleidet, auch hier sind die Kunststoffe sehr rustikal gehalten. Aber was hier noch ein großer Pluspunkt ist beim ID. Buzz, den hatten wir schon bei dem People. Das ist hier unten die Anhängerkupplung. Zack. Und auch hier 1000 Kilo in gebremster Form, 750 Kilo in ungebremster Form kann der Cargo ziehen. Das heißt, hier habt ihr nochmal zusätzlich irgendwelche Möglichkeiten, einen Anhänger mit zur Baustelle zu ziehen. So, einen großen Unterschied sieht man sonst noch hinten über dem VW-Emblem. Das ist nämlich hier diese Plastik-Kunststoff-Abdeckung. Es gibt ihn auch mit der durchgehenden Lichtleiste, ja. Aber in der Grundausstattung sieht man hier einfach nur eine schwarze Abdeckung. Und die Lichtelemente, die sind dann halt nur außen zu sehen. Auch das ist ein Unterschied. Preislich macht das natürlich eine Menge aus. Vor Steuern kostet ein ID. Buzz Cargo in der Grundversion 45.000 Euro. Nach Steuern sind es dann 54.000 Euro. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Unternehmer unter euch interessant, die sich überlegen, so ein ID. Buzz Cargo in den eigenen Fuhrpark zu stellen. 77 Kilowattstunden Akku, das heißt WLTP 425 Kilometer. Was in der Stadt jetzt aber möglich ist, das will ich jetzt mal eben erfahren, ist so ein bisschen jetzt gerade Rush Hour, das heißt wahrscheinlich auch ein bisschen zähfließend. Da interessiert mich natürlich der Verbrauch auch vom Cargo. Unterwegs im ID. Buzz Cargo, ja. Und da sage ich euch mal eben, das ist mal eine ganz andere Welt. Wirklich. Also sämtliches Material hier, Hartplastik, Hartplastik, überall hier Hartplastik. Hier vorne eine Riesenablage, vorne 12 Volt, hier USB.
Hinter mir sind solche Haken, wo man dann seine Klamotten aufhängen kann. Ihr seht es, auch das Display ist hier das etwas kleinere Display im Fahrzeug. Und ja, es fühlt sich alles tatsächlich viel mehr nach VW-Nutzfahrzeuge an, als es beim ID.Buzz People, also in der Variante Van, der Fall ist. Das ist natürlich gewollt und ich würde mal sagen, selbst das Lenkrad ist hier Kunststoff. Aber ich weiß es nicht genau. Ja, was fällt auf? Er ist definitiv, ich muss gerade mal gucken, der hat glaube ich sogar eine andere Software drauf. Rustikaler. Jetzt gucken wir mal eben auf die Software hier. ID-Software. So, der ID-Software-Stand des Cargos ist, er lädt auch 3.2, okay. Ich habe nämlich, ach, das habe ich gesucht. Ich habe hier die Anzeige gesucht in meinem Display für den Verbrauch und für die Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter. Hat er aber drin. So, und hier unten am Boden, das sind, ja, da ist kein, da ist überhaupt kein Stoff, sondern das ist ein Material, was natürlich auch mit einem Gartenschlauch gesäubert werden kann. Wie so das ganze Interieur gefühlt, ne? Hinter mir ist eine Scheibe, das heißt hier vorne ist eine durchgehende Sitzbank für 3 Personen. Gibt es optional übrigens auch als 2 Sitzer vorne. Hier ist es also der 3 Sitzer. USB in den Türen hat er da auch. Ablagefläche zuhauf. Aber alles natürlich auf Rustikalität getrimmt. Und das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Der ID.Buzz Cargo ist deutlich günstiger natürlich als das Pendant für den, ich sag mal, normalen Burger als die Version People. Und er möchte hiermit natürlich so ein bisschen den Handwerker in der Stadt abholen, der auf der letzten Meile dann vielleicht liefert. Also ich sag mal die typischen DHL, Amazon Prime, UPS vielleicht, ich weiß es nicht, obwohl UPS hat ja die eigenen Fahrzeuge, aber ihr wisst, was ich meine. Die wirklich dann in der Stadt vom Verteilzentrum dann in die Stadt reinfahren, für die ist natürlich der ID.Buzz Cargo genau das Ziel, die Zielgruppe, die damit erreicht werden möchte. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass dieses Fahrzeug unheimlich viele Vorteile bietet. Er hat eine maximale Zuladung von 650 Kilo. 650 Kilo, das ist schon allerhand. Es passen 2 Europaletten hinten rein. Auch das habt ihr eben schon gesehen. Und damit kann man eigentlich mit dem Cargo definitiv jede Menge im urbanen Raum schon mal erreichen. Jetzt gibt es immer noch die Handwerker, die dann tatsächlich, ich sag mal, Richtung Montage unterwegs sind. Das sind die Handwerker, die dementsprechend auch täglich 400, 500 Kilometer weit fahren. Wir haben jetzt hier im Cargograd bei 80% eine Reichweite von 360 Kilometer. Und da kommt von vielen dann, ja, ich möchte ja nicht zur Baustelle fahren und dort erstmal gucken, dass ich laden muss, sondern ich will an einem Tag meine 700 Kilometer fahren können. Ja, da muss man sagen, das ist dann aktuell vielleicht noch nicht die Zielgruppe, die mit dem ID.Buzz Cargo erreicht wird. Aber ich glaube, in Gänze hat man schon einen ganz, ganz großen Bereich, den man mit dem Grundmodell hier, 77 Kilowattstunden Akku, 423 Kilometer, 425 Kilometer nach WLTP beim Cargo erreichen kann. Und dass er leise fährt, dass er extrem wendig ist mit einem Wendekreis von 11 Meter, was natürlich gerade in Baustellenbereichen, in ich sag mal Fußgängerzonen zum Beispiel, die man direkt anliefert, in engen Straßen, die man mit einem Paketdienst anfährt oder so, wirklich viel Vorteile hat. Das brauche ich euch nicht mehr zu erwähnen. Also ihr wisst es, jeder, der schon mal ein MEB gefahren ist, Heckantrieb hinten, 204 PS von 0 auf 100 in 10,1 Sekunden. Wir reden hier über einen Lieferwagen, ja. Und abgeregelt bei 145 km/h, das reicht für die Stadt halt locker aus. Der eine oder andere wird jetzt sagen, aber ich möchte ja vielleicht auch mal auf die Autobahn, ja, 145.
wir haben immer noch eine richtige Geschwindigkeit von 130, auf vielen Autobahnen ist 120 und wir sind noch das einzige europäische Land, in dem es überhaupt ein Tempolimit gibt. Also, wie lange das noch vorhält, da sollten einem vielleicht auch gerade bei einem Lieferwagen, und ich sage das ganz bewusst, der ID.Buzz Cargo ist ein Fahrzeug, der liefern soll, da sollten auch 145 km/h eigentlich ausreichen. Übrigens, den Innenraum, den habe ich euch schon gezeigt, 2-Euro-Paletten und so weiter, aber die Anhängerkupplung, die ihr gesehen habt, die kann ja auch 1000 Kilo ziehen, beziehungsweise 750 Kilo im ungebremsten Zustand, und die 310 Newtonmeter Antriebsleistung hier, die wiederum, die reichen locker aus, um das dann auch in einem vernünftigen Tempo zu machen und in einer vernünftigen Beschleunigung. Von daher, ich glaube einfach, dass all ihr Handwerker da draußen mal so einen ID.Buzz Cargo ruhig mal probieren solltet, ob er für euch tauglich ist. Ich glaube, es wird viele überraschen, und dementsprechend gebt einfach der E-Mobilität mal eine Chance, denn mit dem optionalen Ladekabel, was dann so kompatibel ist, dass ihr selbst an den roten CEE-Dosen, die überall an jeder Baustelle zu finden sind, laden könnt, finde ich, habt ihr damit doch schon mal einen ganz, ganz großen Bonuspunkt. Ja, ihr dürft euch vom Vorarbeiter wahrscheinlich nicht erwischen lassen, aber einfach da zu laden, wo das Fahrzeug dann auf der Baustelle zum Stehen kommt und mal eben den Beton, die Zementmischmaschine meine ich, auszustöpseln, um das Auto anzuschließen, das hat doch auch seinen Charme. Das gibt dann ganz neue Diskussionen. Was auffällt hier beim ID.Buzz Cargo ist übrigens, dass im Gegensatz zu den anderen ID-Modellen der Schalthebel nicht oben an dem kleinen Display ist, sondern hier unten am Schaltstock. Das ist komplett was anderes. Dadurch rutscht auch die Bedienung der Scheibenwischer auf die linke Seite. Wer also vorher irgendwie MEB gefahren ist mit dem ID.3, ID.4 oder so, der ist was anderes gewohnt. Da muss man sich so ein bisschen umstellen. Auch weil das kein Hebel ist zum Hoch- und Runter bewegen, wie es zum Beispiel bei Mercedes der Fall ist, sondern man muss ihn nach wie vor drehen. Also das, was ihr eigentlich von dem Hebel hier oben kennt, das habt ihr jetzt hier unten. Ihr müsst ihn immer noch drehen, er ist aber am Schaltstock und nicht mehr oben am Display. Display ist noch so ein Thema. Im Gegensatz zum People hat er hier ein kleineres Display drin. Das sind hier 10 Zoll. Beim People gibt es halt optional auch 12 Zoll. Ein Thema noch, was mir persönlich auffällt, ich bin jetzt auch den ID.Buzz in der People-Variante gerade gefahren, sitze jetzt halt hier im Cargo und mir fehlen die Armlehnen. Er hat hier die Zweiersitzbank, damit man hier zu dritt vorne sitzen kann, und da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen die Sitzbank in Summe, die ich dann, also die Armlehnen von dem Sitz, also die Captain Chair, das wollte ich sagen, Captain Chairs Armlehnen, die haben es so richtig bequem gemacht. Hier habe ich gar nichts. Ich halte mich also so wie alle am Lenkrad fest und mir fehlt echt eine Ablage. Er hat auch keine Mittelablage jetzt durch die Dreiersitzbank, und dementsprechend fehlt hier so ein bisschen an Ablagemöglichkeiten bei der Konfiguration mit der Doppelsitzbank vorne. Die hat man dann unten und rechts und Handschuhfach natürlich, aber die große Ablage ist dann hier vorne drin. Das kennt man auch von vielen anderen Transportern und so weiter, dass dort vorne dann alles Mögliche rumfliegt, was man einfach mal eben so da reinwerfen kann. Deswegen natürlich auch nochmal der Hinweis auf die sehr, sehr rustikalen Materialien, die hier verbaut worden sind. Aber ich denke mal, in einem Nutzfahrzeug, und nichts anderes ist das Fahrzeug hier ja auch, ist es genau das, was man benötigt. Da geht es weniger um Schönheit, vielmehr geht es hier dann auch auf Nutzbarkeit. Also mal eben etwas schnell abzuwischen, ohne dass man Angst hat, dass man was schmutzig macht. Das Lenkrad in schwarz und nicht in weiß. Ja, da merkt man schon auch mit den Sitzen hier von der Polsterung her, das ist halt ein Nutzfahrzeug, was völlig okay ist. Wir fahren jetzt gerade wirklich mitten durch Kopenhagen, und der Verbrauch jetzt aktuell liegt bei 15,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist bei einem Fahrzeuggewicht von 2353 Kilo, ich musste mal eben schmulen, habe ich nicht ganz im Kopf gehabt, also er ist etwas leichter natürlich als der People. Also für 2,3 Tonnen finde ich das voll okay gerade. Also mit 15, also unter 16 Kilowattstunden hier durch die Straßen zu fahren.
auch das zeigt dann ja auch, was das Thema Reichweite später im Stadtverkehr angeht. Da, wo ich ihn persönlich halt sehe. Ich denke, das gibt dann dementsprechend auch eine WLTP-Reichweite von locker 400 Kilometern. Und das fährt kein Handwerker und auch kein DHL-Bote und wie sie alle heißen am Tag. Also da könnt ihr mir viel erzählen. Ach, was auch ein Elektro immer wieder so schön ist, ist diese lautlose Beschleunigen und so. Also das ist schon einfach gut. Zum Thema Übersicht übrigens. Zwei große Außenspiegel, Innenspiegel und tatsächlich hinter mir in der Wand zum Cargo, zum Frachtraum. Nochmal ein Fenster, das heißt, ich kann tatsächlich auch bis nach hinten durchgucken und sehe dementsprechend auch, oh, okay, was passiert hinter mir. Das ist gar nicht verkehrt, das kenne ich auch anders. Ansonsten hat er natürlich auch die Sensoren als Option, die sonst auch vorhanden sind. Aber manchmal hilft es dann tatsächlich auch bei Baustellen einfach auch den Blick zu haben. Natürlich erst vorne direkt an der Scheibe zu enden. Er ist hinten am Fenster direkt zu Ende. Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie nochmal mit dem Kofferraum rechnen muss oder vorne mit einer langen Schnauze rechnen muss. Das macht ihn schon sehr, sehr übersichtlich, das muss man sagen. Aber es ist gut zu wissen. Länge übrigens beträgt jetzt mit dem aktuell verfügbaren Radstand, nächstes Jahr soll noch ein anderer Radstand kommen, ein längerer, 30 cm, ist er jetzt bei 1,98 Meter Breite und 4,71 Meter Länge. Das Ganze bei einer Höhe von 1,93 Meter, also 1,93 Meter im Maximum, 1,89 in dem Maß. Also das hängt ein bisschen von Felgenkonfiguration ab und so weiter. 1,98 ist so die Breite, die man in deutschen Autobahnen auch noch gut fahren darf, ohne Spiegel natürlich gerechnet. Wichtiger vielleicht für denjenigen, der das Ding hier auch nutzen möchte, als Frachtfahrzeug, das habe ich eben auch schon gezeigt, der unheimliche Radstand von fast 3 Meter mit also 2,98 Meter ist ja wirklich enorm. Ne? Also es ist schon richtig gut nutzbar, die Fläche zwischen den Achsen, von daher schafft er ziemlich viel Raum auf einer recht kleinen Nutzfläche, muss man sagen. So, ID. Buzz Cargo. Verbrauch in der Stadt habt ihr gesehen. 15,8 Kilowattstunden auf 100. Damit erreicht ihr locker über 400 Kilometer. Was ist jetzt mein Fazit zu dem Fahrzeug? Es ist das erste Nutzfahrzeug. Ich habe noch nie Nutzfahrzeuge vorher getestet. Aber ich muss euch sagen, A, ist es ein ID. Buzz und damit elektrisch betrieben und er macht richtig Spaß in der Stadt. Dann, ihr habt einen hohen Nutzwert, ihr habt eine hohe Zuladung von 650 Kilo. Ihr könnt eine Anhängerkupplung nutzen mit 1000 Kilo Anhängelast. Auch das ist richtig gut. Und 2-Euro-Paletten, zukünftig auch mit Schmetterlingstüren. Das Ganze für Nachsteuern, 54.000 Vorsteuern, 45.000 Euro. Wenn das nicht langsam mal ein Argument ist pro Elektromobilität, gerade für die letzte Meile, für die Lieferdienste, die es hier in der Welt gibt, dann guckt euch einfach den ID. Buzz in der Cargo-Variante doch mal an. Kommt aus Hannover, kommt in diesem Jahr. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Probefahrt. Danke fürs Zusehen und bis bald. Ciao.